Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Heidemacker. Dieses Werkzeug habe ich auf dem Flohmarkt erstanden für 1 €. Wie ihr seht, ist das sehr, sehr rostig. Hat wohl lange irgendwo gelegen. Sieht man daran, dass diese Stelle, wo der Schieber hier war, doch recht blank ist. Diesem Rost versuche ich jetzt mal auf den Leibe zu rücken. Ich weiß noch nicht, ob es funktioniert. Dazu werde ich den Schieber auseinandernehmen. So. Hier ist noch eine Feder drin, die muss auch mit raus. Hier ist sie. So, dazu werde ich jetzt nehmen ungefähr 100 Gramm Zitronensäure. Da habe ich eine Waage. Nicht Otz, sondern ich will Gramm haben. Gramm. Ungefähr 100 Gramm. So, das tue ich mal zur Seite, bevor es rumfällt und rauskippt. Das werde ich mal reinsteuern. So, und jetzt gebe ich 1 Liter warmes Wasser dazu, sodass sich das alles schön auflöst und das ganze komplette Werkzeug bedeckt ist. Das werde ich jetzt über Nacht mal drin lassen und mal gucken, was damit passiert. So, das hat jetzt einen Tag in der Zitronensäure gelegen. Ich habe es nochmal sauber gemacht mit einem Lappen und ein bisschen Scheuermilch, ein bisschen abgeputzt, damit so ein bisschen der Rest noch abkommt. Dann habe ich es ein bisschen eingefettet, damit kein neuer Rost kommt. Aber diese tiefen Roststellen, so wie diese hier oder so wie das hier, das wird mir nicht rauskriegen, das ist richtig eingefressen. Oder so wie hier, da fehlt richtig Material. Und nichtsdestotrotz, man hat wieder ein Werkzeug, mit dem man arbeiten kann. Und es sieht halt wieder halbwegs vernünftig aus. Ach so, eins noch. Die Zitronensäure bitte nicht wegkippen, sondern umfüllen in ein Behältnis, ungefähr 1 Liter, und ordentlich beschriften. Denn das könnt ihr noch weiter gebrauchen, wenn ihr die Waschbecken entkalken müsst, Duschschäden entkalken müsst oder sonst was. Dafür ist das gut geeignet.